Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo in Jurassic World Evolution 2. Und das hier ist die Belzebufo-Mod. Ein riesiger Urzeitfrosch. Sieht ein bisschen bescheuert aus, deswegen habe ich die als erste Mod gewählt. Also das Model finde ich gar nicht so schlecht von dem Belzebufo, aber die Bewegungen sehen halt ein bisschen komisch aus, wie der so hüpft. Aber ist auch irgendwie ganz lustig. Und der hat auch ganz coole Skins. Oh, jetzt geht er essen. Okay, der sieht gar nicht so schlecht aus. Der holt sich da so ein Stück Fleisch raus. Ich glaube, das ist das Kompi-Skelett und die Animation, oder? Das ist nicht der einzige Dinosaurier, der sich das Essen so da runterholt vom Fieder. Aber ich finde das irgendwie echt ganz cool, so wie die hier alle so im hohen Gras rumhüpfen. Hier könnt ihr den auf jeden Fall nochmal vom Nahen sehen. Ich glaube, es gibt in der Mod aber auch verschiedene Skelette, die man auswählen kann. Also das ist jetzt hier, glaube ich, der Kompi. Und ich habe da auch was vom Lystrosaurus oder so gelesen. Aber dann wird er wahrscheinlich sehr träge sein und eher so langsam sich bewegen. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass der so hüpft. Das macht den Frosch irgendwo auch aus. Auch wenn es halt bescheuert aussieht. Oh, jetzt legt er sich schlafen. Der buddelt sich ein. Oh Gott, was ist jetzt passiert? Okay. Er versteckt einfach seinen Kopf. Was für ein seltsames Geschöpf. Und als nächstes schauen wir uns ein ganzes Mod-Pack an. Nämlich das Tiny and Mighty Species Pack. Und das hier ist der erste Kandidat aus dem Paket. Der fällt in die Kategorie Tiny, also klein. Das ist der Einnabia, noch nie gehört. Sieht aus wie ein winziger Hadrosaurier. Der ist wirklich ultra klein. Aber der Skin hier sieht cool aus. Eine coole Färbung hat der. Und der ist auch super hochauflösend. Also eine super tolle Mod-Qualität. Man sieht jede Schuppe. Könnte so aus dem Spiel sein. Okay, die Animation sah schon mal sehr gut aus. Ich finde es auch cool, man sieht halt, wenn der zum Beispiel brüllt oder so, auch genau wie sich der, oder man sieht es auch so, wenn er atmet, wie sich so der Brustkorb bewegt. Das ist schon sehr gut gemacht. Und die Farben sind auch richtig gut, die verschiedenen Skins. Der ist übrigens ein Omnivore, das werden wir gleich auch mal testen. Oh, guck mal, da sitzt der gerade auch, da liegt. So sieht's aus, wenn er ganz normal Pflanzen frisst. Und jetzt geht er hier Fleisch fressen. Hätte man bei so einer Spezies ja gar nicht vermutet irgendwie. Das macht ihn irgendwie sehr besonders. Er sieht halt gar nicht so aus. Okay, ich glaube, das ist aber die gleiche Animation wie bei den Pflanzen. Bisschen blöd, dass er hier mit den Vorderbeinen reingeht. Aber so schlimm finde ich es jetzt auch nicht. Aber der ist wirklich winzig, ne? Schaut euch das mal an. Ist er gerade mal so hoch wie der Fieder. Thank you.
Und im Gegensatz dazu haben wir dann die Mighty-Variante. Die zweite Spezies aus dem Pack. Einen riesigen Sauropoden. Und der ist wirklich riesig. Boah, der sieht aber auch cool aus. Das ist der Australotitan. Ich würde da gerne mal einen Brachio nebensehen, damit man mal einen Größenvergleich hat. Ja, ist trotzdem schon ein bisschen mächtiger noch, der Australotitan. Die Zähne, krass. Der passt aber super in die Wüste, dieser Skin. Ich würde aber mir jetzt auch nochmal kurz die anderen Skins von angucken, würde ich sagen. Deswegen schalten wir da jetzt einmal durch. Ich setze den mal hier. Genau, und so können wir dann die Hautfarben durchgehen. Also da gibt es auch wieder verschiedene Farben. Und dann natürlich auch noch verschiedene Patterns dazu. Da hat man dann wieder viele Kombinationsmöglichkeiten. Machen wir jetzt noch einen zweiten hier rein. Oh, jetzt sozialisieren die sich. Und er läuft unten durch die Hälse durch, wie cool. Jetzt sehen wir ihn dann nochmal fressen. Er ist jetzt leider ein bisschen zu weit weg vom Baum. Die Zähne sind schon in den Sauropoden ganz schön spitz, oder? Mach doch nochmal den Mund auf. Ich hab echt keinen Bock. Ah, er legt sich hin. Hat sich schlafen gelegt, wie süß. Gucken wir nochmal bei dem anderen Kollegen schnell die Zähne an. Das sind schon ganz schön krasse Zähne. Der nimmt einfach den ganzen Bildschirm ein. Der fällt auf jeden Fall auch nicht unter die Kategorie Tiny, sondern das ist auch einer der beiden Mighties. Ein riesiger Ichthy, so sieht es fast aus. Aber der heißt Shastasaurus, habe ich auch noch nie gehört. Boah, hat der einen dicken Bauch. Das hier ist der Moser im Vergleich. Die sind halt ungefähr gleich lang, aber der Shastasaurus, der ist halt wesentlich korpulenter, sage ich mal. Also der ist massiger. Da wirkt der Moser schon fast winzig gegen. Wir können uns auch mal eben die Skins von ihm anschauen. Der hat 4 Skins insgesamt. Oh, der Skin sieht auch cool aus. Einmal den Skin hat er, dann den, den und den hier. Den finde ich noch ganz cool hier, den dunklen. Den lasse ich dir mal frei. Jetzt haben wir 2 solche gigantischen Brocken hier im Wasser schwimmen. Ja, die Animationen funktionieren leider bei den neuen Spezies ja nicht richtig. Also wenn ein Fisch frisst, dann sieht das ein bisschen blöd aus. Und? Kann der hier auch an den Fiedern? Ne, der frisst auch Fisch gerade, ne? Ich weiß halt nicht, ob der den Haifieder benutzt. Aber das würde halt auch verbuggt aussehen. Deswegen ist es eigentlich gar nicht so interessant. Aber er scheint hier einfach außen rum zu schwimmen und jagt Fische. Also ich glaube nicht, dass er daran geht. Sieht zumindest jetzt gerade nicht so aus. Ne, der ignoriert das Ding und jagt lieber Fische. Aber ist auch cool, ne? Gefällt mir sehr gut. Der ist halt echt riesig. Und das hier ist der letzte im Bunde vom Tiny and Mighty Pack. Das ist wieder ein kleiner. Der ist auch wirklich winzig. Ein Fleischfresser. Und zwar der Laias Venator. Interessante Farben, sehr knallig. Oh, der sieht cool aus hier, die Farbvariante.
Der hat fiese Sounds. Hört sich fast an wie so ein Raptor-Schrei. Okay, das hat sich jetzt eher süß angehört, gerade der Schrei. Weiß aber nicht, von welcher Spezies der kommt. Kann natürlich auch sein, dass die eigene Sounds haben. Denn manchmal bei den Mods auch so. Aber das ist mittlerweile so schwer einzuschätzen, weil es halt so viele Dinos gibt. Geht jetzt auf jeden Fall mal hier fressen. Oh, die sieht aber sehr gut aus, die Animation. Er geht perfekt rein ins Fleisch und frisst dort auch. Jetzt kommen sie alle nach und nach. Okay, ja. Der eine macht's perfekt, der andere macht's halt komplett kacke. Schön weit weg. Aber das passiert ja auch manchmal bei den richtigen Spezies im Spiel. Das ist nicht mal nur so ein Mod-Ding. Oh, guck mal, sie sozialisieren sich. Habe ich jetzt leider verpasst, aber sehen wir gleich bestimmt nochmal. Jetzt sehen wir das nochmal. Und ja, Leute, das ist das Tiny and Mighty Species Paket. Finde ich sehr, sehr gelungen. Also alle Spezies sehr hochauflösend. Und das Motto finde ich auch interessant, dass halt zwei so Giganten ins Spiel kommen und zwei so Winzlinge. Und zu guter Letzt schauen wir uns nochmal eine relativ unterhaltsame Mod an. Nämlich ist das ein Schimpanse. Oh, das ist sogar ein Omnivore. Das Laufen sieht auf jeden Fall bescheuert aus. Oh, okay, er kippt einfach um. Ah ja. Das sah auch ein bisschen bescheuert aus, muss ich sagen. Ich will da vorne nochmal schnell hin. Gucken wir uns nochmal an. Ich mach mal hier schnell das Gras weg, wenn ich das hinbekomme. Dann können wir es nämlich besser sehen. Also er schmeißt sich gleich einfach auf den Boden. Und dann verknicken sie ganz komisch ihre Arme. Wie er dann davonläuft. Ach, das sieht so bescheuert aus. Irgendwie finde ich solche Mods ja auch irgendwie ganz cool. Und jetzt rennt hier ein Belzebufo auf die Menschen los. Und springt an ihn ran. Und schlägt ihn einmal ins Ohr. Und da kommen noch weitere. Oh, sieht das bescheuert aus. Ich liebe es. Das ist super. Und da haben sie ihn. Sehr schön. Und mit diesem Bild möchte ich mich jetzt auch verabschieden. Ich hoffe, die Mods haben euch gefallen. Die sind natürlich alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich würde mich jetzt sehr über ein Like freuen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.